irgendwelche Leute wählen, die am Ende aus einem kleinen Konflikt etwas Größeres machen, oder Leute, die zum Beispiel Eigeninteresse haben. Deswegen werde ich nochmal am Ende über die Aspekte sprechen, die der Islam empfiehlt für diejenigen, die sich für die Versöhnung einsetzen. Also das sind alles, wie gesagt, ein komplettes erstmal Konzept, weil dieser As-Sulh, wenn der Prophet sagt, das ist sogar höher eingestuft als Beten und Fasten, dann ist das etwas, was eine Tat, wo er auch über viele Merkmale gesprochen hat, aus denen wir auch bestimmte Aspekte ableiten. Ich spreche hier erstmal aus der islamologischen Sicht. Es gibt natürlich in der islamischen Welt auch Missbrauch, es gibt andere Probleme, es gibt auch, manchmal kommt es zu Scheidung, ohne dass es überhaupt zu solchen Versöhnungsversuchen kommt und so weiter. Das sind Tatsachen, aber ich versuche jetzt erstmal von der islamischen Seite das darzustellen. Übrigens, hier ist es auch, wenn diese jetzt Schiedsmänner oder Schiedsrichter, dann kann die Frage auch kommen, sind das, können das Frauen sein oder nicht. Heute haben wir auch solche Möglichkeiten, dass üblicherweise früher war so, dass, wie gesagt, die Männer, die auch sich durchsetzen konnten, also wenn sie etwas vereinbart haben, dann konnten sie auch die anderen Partner dazu bewegen, das anzunehmen. Heute ist es auch, wir kennen das, dass auch Frauen sich Eheberatung, Familienberatung auch sich einschalten und messen und auch zum Erfolg kommen. Aber wie gesagt, hier ist die Rede erstmal von Schiedsrichtern, in männlicher Form, kann aber auch weiblich sein. Der Islam aber spricht hier, wenn es jetzt zu diesem Konflikt kommt und die Schiedsrichter sagen, die Scheidung soll zustande kommen. Die können auch die Scheidung empfehlen, wenn sie sehen, dass keinerlei Möglichkeit gegeben ist für die Versöhnung. Dann ist auch das Scheidungsrecht im Islam an sich eine Möglichkeit auch zu... Scheidungsrecht im Islam sieht so aus, dass nicht, wenn die Scheidung gesprochen wird, die Ehe geschieden ist. Sondern im Islam spricht man von drei Scheidungsversuchen. Nach dem ersten Versuch, wenn die Scheidung gesprochen wurde, dann geht die Frau in eine sogenannte Wartefrist, Wartezeit. Dann ist es unterschiedlich, ob sie schwanger ist, dann heißt es, bis sie entbunden ist. In dieser Zeit, oder wenn sie zum Beispiel menstruierend ist, dann sagt man drei Menstruationen nacheinander, oder wenn sie in der Menopause ist. In dieser Zeit, der Wartefrist, ist die Ehe noch vorhanden, ist noch nicht geschieden. Erbschaftsrecht ist vorhanden, Mann und Frau können auch ohne Ehevertrag, ohne irgendwelche zusätzliche Sachen wieder zurück zueinander. Das heißt, man bekommt quasi nach dem Ankündigen dieser Scheidung diese Zeit zum Nachdenken. Beide können dann sagen, okay, wir wollen es versuchen oder nicht. Und hier empfiehlt auch der Islam, dass zum Beispiel die Frau die Wohnung nicht verlässt in dieser Zeit, sondern dass beide zusammen sagen, das Leben erstmal wie Mann und Frau bewältigen, sondern können auch mal distanziert zueinander sein. Und wenn aber die Möglichkeit sich ergibt innerhalb dieser Frist, dass sie dann zusammenkommen können, dann ist es auch sozusagen, es gibt keine Hindernisse wegen Ort oder Entfernung. Und wenn das aber nicht klappt, dann erst nach dieser Frist tritt die Scheidung ein. Und dann heißt es, dass auch hier, wenn beide zusammen zurückkehren wollen zueinander, dass sie einander, also dann läuft alles so, als würden sie jetzt neu heiraten wollen. Dann müssen beide zustimmen. Müssen Sie auch diese Brautgabe vereinbaren. Ja, wer kann die Scheidung aussprechen? Wir haben im Islam, gewöhnlich ist es so, wenn im Ehevertrag nichts gesprochen wird, dann der Ehemann. Also der Ehemann spricht die Scheidung. Und dann, wenn aber die Ehefrau im Ehevertrag festlegt, dass sie auch das Recht hat, sich scheiden zu lassen, dann kann sie das auch machen, direkt. Wenn aber die Frau das nicht festlegt im Ehevertrag, kann sie sich natürlich immer scheiden. Stellt einen Antrag über das Gericht, der Richter entscheidet dann über die Scheidung und die Frau hat im Islam auch, was Scheidung angeht, noch eine andere Möglichkeit. Die nennen wir nicht Scheidung, also nicht Talaq, sondern Khula. Und Khula bedeutet, die Frau kommt zum Mann, wir haben auch so ein Beispiel aus der Zeit des Propheten, kam zu ihm und sagte, mein Mann ist ein hervorragender Mann, ich beanstande nichts an ihm, aber ich mag ihn nicht.
Ein lieber Mann, aber ich liebe ihn nicht. Dann sagte der Prophet, gut, gibst du ihm seinen Garten zurück? Sein Garten, das war die Brautgabe, die er ihr gegeben hat. Sagte er, dann hat er den Mann geholt und hat ihm gesagt, nimm deinen Garten und sprich dich einfach aus. Das heißt also, man braucht, das nennt man Al-Khula. In manchen islamischen Ländern ist das schwer durchsetzt. Aber von der islamischen Quelle her, die Frau kann auch, sie muss nicht mit einem Mann leben, sie kann auch ihm sagen, du hast mir diese Brautgabe gegeben, ich gebe es zurück und ich möchte die Scheidung. Also das ist auch möglich. Nur, wenn der Mann die Scheidung ausspricht, dann stehen der Frau alle Rechte zu. Also Unterhalt, all diese Sachen. Aber wenn sie die Scheidung verlangt, dann bekommt sie das nicht. Sie zahlt das zurück und der Mann muss dann sozusagen im Nachhinein wieder heiraten, weil wir müssen hier eins bitte bedenken, der Mann ist im Islam allein unterhaltspflichtig. Also, das muss man berücksichtigen. Deshalb, die Frau ist im Islam nicht unterhaltspflichtig. Und deshalb, also sie von ihrem Vermögen, sie kann reich sein, der Mann arm sein, man wird sie nicht dazu zwingen, sozusagen Unterhalt zu leisten nach dem Islam. Hier haben wir eine andere Gesetzgebung und deshalb, wenn man diese Aspekte anspricht, muss man natürlich alles in seinem Kontext sehen. Ich kann nicht jetzt österreichische Verhältnisse auf dieses Gesamtkonzept übertragen und umgekehrt. Und wie realistisch ist es, dass die Frau wirklich reich ist? Das ist, wir haben viele Beispiele, weil die Frau im Islam erbt. Und die Frau im Islam kann auch ihr Vermögen einsetzen, kann investieren, arbeiten, Geschäftsfrau sein. Wir haben viele Beispiele, auch aus der Zeit des Propheten, weil die Frau nicht unterhaltspflichtig ist, darf sie, wenn sie zum Beispiel auch das Vermögen hat, ihre Zakat-Gelder an ihren armen Mann geben. Aber der reiche Mann darf seine Zakat-Gelder an seine Frau nicht geben, weil er verpflichtet ist zu unterhalten. Das sind, wie gesagt, andere Aspekte, die kann man nicht auf einmal jetzt behandeln, sonst fangen wir an wirklich mit Themen, da braucht man Seminare darüber, Scheidungsrecht im Islam und Unterhaltsrecht und Sorgerecht und all diese Geschichten. Die sind natürlich auch eindeutig hier geklärt und geregelt. Obwohl auch wir je nach Schule, es gibt auch im Islam nicht nur die eine Meinung. Es gibt auch eine Vielfalt an Meinungen, weil wir auch Texte haben, die mehrdeutig sind. Und dann haben wir nicht nur immer die eine Meinung. Ja? Deswegen muss man auch hier die Vielfalt berücksichtigen. Ansonsten, wie gesagt, wird man sehr einseitig. Und das Dritte, wo auch das häufig vorkommt, insbesondere das Thema Sulha, das ist bei Unfällen oder bei Totschlag, also bei Unfällen oder Streitigkeiten mit Todesfolge, entweder versehentlich oder mit Vorsatz. Der Islam sieht diesbezüglich vor, wenn eine Tötung versehentlich durch fehlerhaften Verhalten zustande kommt, dann sagt der Islam, es gibt keine Vergeltung, also es gibt nicht die Todesstrafe als Urteil dagegen, sondern es gibt die sogenannte Dija. Dija, das ist diese Ersatzleistung, man bewertet sie heute in etwa, je nach Land, wie gesagt, ist das unterschiedlich, aber ich würde sagen, eine Dija in Österreich könnte hier um die 150.000 Euro sein. Das ist also diese Dia, die Ersatzleistung, die an die Hinterbliebenen des Opfers gezahlt werden. Und wenn diese sozusagen dazu kommt, dann sind auch die Familienmitglieder der Großfamilie väterlicherseits verpflichtet mitzuhelfen bei der Bezahlung dieser Dia. Wenn jemand aber vorsätzlich jemanden tötet, dann ist er alleine verpflichtet, diese Dia zu zahlen, falls die Hinterbliebenen das akzeptieren. Ansonsten können sie sagen, wir wollen keine Dia, wir verlangen die Vergeltung, dann kann die Todesstrafe zustande kommen. Aber wie gesagt, alles geschieht nach einer Gerichtsverhandlung und wichtig ist auch hier, falls es nachher zu einer Todesstrafe kommt, dann wird das vollstreckt vom Staat, also nicht von den Hinterbliebenen. Es gibt also, wie gesagt, muss ein Gericht zustande kommen, etc. Aber der Koran sagt, und wenn ihr vergebt, das ist besser. Und dann heißt es, und die Versöhnung ist besser. Und deshalb gibt es an mehreren Stellen, wo auch gesagt wird, besser, dass man die Bestrafung dieses Menschen Allah Ta'ala überlässt. Denn am jüngsten Tag
gibt es auch eine schwere Peinigung. Also wir sehen hier, bei der Tötung muss nicht unbedingt immer die Todesstrafe als Vergeltung zustande kommen. Die Opfer werden hier gefragt, wie stehen Sie dazu, akzeptieren Sie, wenn es nachgewiesen ist, diese Ersatzleistung dir und dann verzichten Sie darauf oder akzeptieren Sie das nicht, dann kommt die Todesstrafe als Vergeltung für den Mord. Bitte. Man hört von Fällen, in denen zum Beispiel zwei Familien miteinander in Streit sind und ein männliches Mitglied der einen Familie hat ein männliches Mitglied, der wieder eine Tötung zu weinen, haben sie vereinbart, dass die verbliebenen männlichen Nachkommen dieser Familie eine Tochter aus diesem aus der Täterfamilie vergewaltigen dürfen, woraufhin sie sich umbringen muss, weil sie jetzt eine Schande für die Familie darstellt. Findet so etwas eine Unterstützung? Ich kenne, nein, so eine Fantasiegeschichte kenne ich nicht. Also in der Scharia, nach keiner Fiqh-Schule kenne ich so eine Geschichte. Das ist das Entstand der Fantasie. Ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben, aber das hat auf keinen Fall irgendeine Geltung im Islam, sondern im Islam steht eindeutig, Blutrache ist verboten. Blutrache ist im Islam verboten. Deswegen heißt es, wenn es zu einem Konflikt kommt, das Gericht, der Richter entscheidet, nicht ich. Nicht, es gibt, ich meine, was denkt man, dass im Islam das Gesetz des Dschungels herrscht und jeder, wenn wir das so lassen, also wenn das so wäre, kann jeder, der mit einem Konflikt hat, sagen, der hat das und jenes gemacht und dann tötet er ihn und damit ist die Sache erledigt. Ich sage Ihnen selbst eins, das kann ich auch belegen durch die Überlieferungen, die wir vom Propheten haben. Ein Mann kam zum Propheten und sagte, ich habe einen Mann bei meiner Frau gefunden. Also er hat Unzucht betrieben mit einem anderen Mann. Und dann sagte der Prophet, deine Zeugen, also wenn du verlangst, Prophet als Richter in dieser Position sagte, deine Zeuge. Und im Islam, damit hier eine Bestrafung zustande kommen kann, braucht man vier Zeugen, die zugelassen werden als Zeugen. Und die dürfen alle keinen Widerspruch haben, sonst gibt es die Bestrafung wegen Verleumdung. Und sie müssen bestätigen, nicht, dass beide nackt im Bett waren, sondern den Geschlechtsakt gesehen zu haben. Und deshalb zur Zeit des Propheten gab es drei Bestrafungen dieser Art, aber alle durch Selbstanzeige. Zeugen, wie kann ich sie? Und dann kam ein Mann zum Propheten und sagte, ein Mann war bei meiner Frau, sagte ihm, wo sind deine Zeugen? Sonst kommt die Strafe für dich wegen Verleumdung. Und dann sagte er, wenn der eine von uns diesen Mann oder diese Frau tötet, dann wird er als Mörder zur Rechenschaft gezogen und getötet, weil sie wissen, wenn sie das tun, wie gesagt, wenn die Zeugen nicht mal vorhanden sind, wenn man das nicht belegen kann, dann gibt es die Strafe wegen Verleumdung, Unterstellung von Unzucht und unbewiesener Maß. Und er sagt, wenn wir jetzt überreagieren und jemand das macht, dann wird er hier zur Rechenschaft gezogen und getötet, als Vergeltung für diesen Mord. Das heißt, die Sache ist nicht so, dass man kommt und sagt, jeder kann machen, was er will und die Sache ist so, ich glaube, dafür müssen wir uns ein bisschen mehr mit dem islamischen Recht diesbezüglich auseinandersetzen. Das ist im Islam ein Verbrechen, wenn man das tut. Deshalb gibt es im Islam auch diese sogenannten Ehrenmorde, die kann man überhaupt nicht rechtfertigen. Jeder, der eine Tochter, eine Schwester, eine Ehefrau tötet wegen der Ehre, steht vor dem Richter. Nach dem Islam gilt es, dass er als Vergeltung die Todesstrafe verdient, es sei denn, die Hinterbliebenen verzichten. Und dann gibt es, wie gesagt, das ganze Verfahren diesbezüglich. Das kenne ich so, anders kenne ich nicht. Und ich kenne es auch nicht von keinem islamischen Kulturkreis, dass sowas angewandt wird. Kenne ich nicht. Sagen Sie mir, wo das stattfindet. Wie bitte? Sie haben jetzt gesagt, dass Hinterbliebene... Die Hinterbliebenen, weil wenn die... Das heißt, wenn die Mutter und wenn der Vater dafür ist, dass dieses... Das war in Deutschland so ein Fall, dass ein Bruder seine Schwester umgebracht hat und die ganze Familie war dafür. Das heißt, dass... Das ist die Unterstellung. Das Gericht hat was anderes bewiesen. Das ist unbewiesen. Nee, das ist bewiesen. Auf jeden Fall, das sind Einzelfälle, nicht unser Thema jetzt. Wir können nachher in der Pause gerne darüber reden. Ich habe noch ein paar Aspekte. Ich verteidige diese Handlungen nicht, aber ich denke, bevor man sagt, der Islam, müssen wir hier unterscheiden. Man kann sagen, in einem Kulturkreis gibt es sowas. Gut, ich sage Ihnen, gehen Sie nach Ägypten, dann werden Sie sehen, dass Blutrache existiert. Nicht nur unter Muslimen,
unter Muslimen und Christen. Also die Sache ist nicht religiös zu begründen. Blutrache gibt es. Gibt es hier auch in gehen Sie nach Sizilien, wir müssen nicht woanders hingehen. Aber ich denke, wir reden jetzt hier, was sagt die Religion, wie sind die Probleme, was kann man entwickeln. Ja? Das ist die ganze Diskussion. Mit Vorwürfen kann man nicht vorankommen. Bitte. Also einfach nur ganz kurz, weil Sie gerade gemacht haben, wo das stattgefunden hat. Soweit ich mich erinnere, war das in Pakistan, in der Grenzregion, was aber mehr auf lokale Sitten und Gebräuche zurückging, als auf den Islam selber. Also dieser Fall, der da vorhin genannt worden ist mit der Vergewaltigung. Es mag wirklich sein, dass sowas ist, aber dass wir sagen, der Islam schreibt es vor, das ist schwerwiegend, dass man so eine Behauptung macht. So, und hier, ob jetzt mit Vorsatz oder ohne Vorsatz, kommt diese sogenannte Sulha zustande. Aber wie macht man diese Sulha? Diese Sulha macht man so, indem man angesehene Leute vom Ort, wo man wohnt, sozusagen sammelt, sie machen erstmal ein Treffen untereinander und sagen, wir gehen alle zu dieser Familie des Opfers und sprechen mit ihnen. Vorher haben sie auch mit der Familie des Täters auch gesprochen, um zu sehen, inwieweit sie so einen Konflikt sozusagen erledigen können. Gehen sie extra hin, diese, wie gesagt, angesehenen Leute, und meistens kommt es auch unterschiedlich vom Land zu Land dazu, dass man reinkommt, man versucht natürlich auf eine gütige Art und Weise zu erledigen, wo auch zu Diazahlung kommt, wo man auch nachher unterstützt, wo manche auch von diesen angesehenen Bürgern dafür, dass es auch so ist, damit man auch sicher ist, dass diese Abmachungen so umgesetzt werden. Und manchmal gibt es auch solche Verhaltensweisen, wo man dann die Leute diese Versöhnung, diese Verhaltensweisen, die sie tun, zum Beispiel, sie wissen, ich rede jetzt von meinem Kulturkreis, wie ich das kenne, wo dann die Leute hingehen, zum Beispiel reinkommen, es wird ihnen Essen angeboten. Sie fassen das Essen nicht an, bis wir erstmal diese Sache erledigt haben. Und sie wissen und weiß derjenige, der das anbietet, wenn sie aus diesem Haus rauskommen, ohne sein Essen gegessen zu haben, ist das für ihn eine Art Entehrung für die Gesellschaft. Dadurch in der Regel sagt, es wird geschehen, was ihr vorschlagt, aber ist. Also das ist sozusagen, solche Aspekte kommen, wo man dann Großzügigkeit, bestimmte kulturelle Aspekte hineinbringt in das Spiel, damit man ein bisschen Druck macht, dass man auch zu Versöhnung kommt. Und in der Regel ist es so, dass diese Leute auch in der Regel wirklich erfolgreich werden am Ende und so eine Versöhnung schlichten. Wenn es nicht dazu kommt, in Gegenden, wo am Ende, bevor es zu dieser Sulha gekommen ist, Blutrache zustande kam und dann eskaliert so ein Problem. Aber mittlerweile in den meisten islamischen Ländern, also rede ich erstmal von meinem Land, Gerichte sind überall vorhanden. Und wenn es dann durch die Sulha, also durch diese Sulha zu einem Ergebnis gekommen ist, dann lässt man auch das bestätigen beim Gericht und dann wird dementsprechend sozusagen die ganze Verhandlung, natürlich kommt es auch zur Verhandlung, die Zeit wird damit sozusagen verkürzt bei so einer Sache. Vielleicht ist es auch mal hier ganz kurz wichtig mal zu erwähnen, welche Eigenschaften der Islam oder welche Eigenschaften die Mediatoren, diese Leute, die jetzt für die Versöhnung eintreten, haben wollen, wie die islamischen auch Gelehrten aus den Quellen das abgeleitet haben. Das Erste, dass sie sagen, die Absicht soll sein, nur das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Ein religiöses Gebot ist und ich möchte durch diese Handlung dieses religiöse Gebot umsetzen. Das ist also, soll sozusagen mein Aspekt sein. Zweitens, man soll möglichst versuchen, gerecht zu sein und beide Interessen zu berücksichtigen. Und manchmal, wenn die anderen mit bestimmten Sachen nicht einverstanden sind und man weiß, dass man das mit finanziellen Sachen erledigen kann, dann empfiehlt sich, dass man auch von seiner Seite als Versöhner das Finanzielle zur Verfügung stellt, damit beide Gruppen auch Rechnung tragen kann. Und man spricht natürlich sehr viel von Geduld.
Denn manchmal ist es so, dass es nicht nach dem ersten Versuch und nicht nach dem zweiten Versuch, aber immer wenn man sieht, dass noch Hoffnung besteht, dass man dieses Problem löst, manchmal unterbricht man eine Sitzung, vertagt sie auf eine andere Zeit, verschiebt das Ganze, sorgt dafür, dass die Gemüter sich beruhigen und so weiter. Das sind also verschiedene Aspekte und meistens die Leute, die sich hier einsetzen, ein Ziel erreichen wollen, eine Lösung für so einen Konflikt. Und deshalb spricht man auch über diese anderen, über andere Möglichkeiten, wo man dann sagt, möglichst nicht in der Öffentlichkeit über diese Probleme reden. Damit nicht geklatscht wird, damit auch nicht am Ende sozusagen noch Details erfunden werden, um am Ende die eine oder andere Partei schlecht oder besser darzustellen. Also dass das nicht die Verhandlungen dann beeinträchtigt, deswegen sagt man, dass man sagt, bleibt unter uns. Ja? Und hier kommt nochmal ein Aspekt, wo man natürlich auch die Zeit aussucht. Nicht gleich beginnt man mit der Versöhnung, gleich nach einem Konflikt, sondern lässt sich ein bisschen Zeit und dann geht man nachher besuchen zum Beispiel und schaut mal, wie gesagt, was die passende Zeit ist, also muss man darauf achten. Dann heißt es auch die Art, welche Sprache ich verwende. Welche Sprache hier sagen die Gelehrten zum Beispiel ein Punkt, was auch nicht mit Vorwürfen kommt, nicht Tadel, sondern Lob, auch wenn man lügt. Das ist so, ausdrücklich haben wir Überlieferungen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, es ist kein Lügner derjenige, der zwischen den Menschen versöhnt und dann Unwahres, Positives übernimmt. Zum Beispiel, man geht hin und sagt, die anderen haben euch gelobt. Sie wissen, dass das ein Unfall war oder und sie haben auch von euch durch sozusagen ja ein bisschen diesen vielleicht Betroffenheit, diesen Hass mal zu mildern. Und deshalb heißt es, dass ausdrücklich auch in anderen Hadithen die Unwahrheit, dass man also im Namen der anderen Partei etwas Positives über andere spricht, die so nicht gesagt haben, es ist empfehlenswert und das zählt nicht zum Lügen. Weil man dazu, wie gesagt, die Parteien näher bringen will und möglichst, dass sie auch bereit sind, mit das und jenes gesagt, etwas Schlimmes, dann gibt es natürlich die Gegenreaktion darauf und so weiter. Und deshalb ist das ausdrücklich auch so. Bitte. Dass in einer Gemeinde dann immer die gleichen Versöhner, die gleichen Personen, und wie kommen sie dazu, Versöhner zu sein? Ja, das ist also in der Regel so, nicht immer die gleichen, sondern man schaut, welche Personen, erstmal ein paar angesehene Leute, wie zum Beispiel in manchen Orten der sogenannte Muchtar, Bürgermeister, also Leute. Aber man holt auch Personen, von denen man ausgeht, dass sie auch Einfluss haben auf die Parteien, damit man zu einem Ergebnis kommt. Ja, also ist nicht immer so. Aber das ist etwas, sie werden von keinem ernannt, das ist einfach eine Tradition. Wenn es nach einem Konflikt kommt, diese Leute kommen zusammen und dann denken sie über diese Sulha. Wie können wir dieses Problem jetzt deeskalieren, wie können wir darüber reden? Und dann geht es, obwohl wir heute auch Gerichte haben, weil wie gesagt, es gibt viele Menschen auch da, die aus diesem religiösen Gebot heraus sagen, das ist eine sehr gute Handlung, wenn ich jetzt zwischen beiden Versöhnung stifte, dann ist das eine großartige Handlung. Setzen Sie sich ein und nehmen auf sich manche Anstrengungen, wie gesagt, ehrenamtlich. In der Regel gibt es, also ich kenne es noch nicht, dass es in der islamischen Welt bezahlte Versöhner gibt. Kenne ich nicht. Ich weiß, dass die Menschen dann, wie gesagt, ehrenamtlich sich einsetzen. Hier spielt die Religiosität eine Rolle, diese praktizierte auch Tradition eine dazu, bitte. Sie wollten was sagen? Ja. Ich würde gerne einen Moment. Das ist mein letzter Punkt. Und dann spricht man mit Gebete am Ende. Damit bin ja, okay, vielleicht die eine Bemerkung. Ja, das wird. Alles klar, bitte. Ich finde es sehr schön, dieser Punkt 7, ja, das mit der Lüge. Und man kann das auch verstehen, denn im Grunde kann man sagen, es ist eigentlich keine Lüge, denn es gibt diese Ebene, wo die Menschen einander lieben und diesen Konflikt nur verschüttet und der Versöhner vorweg und dadurch entsteht sie wieder Wirklichkeit. Ganz genau. Insbesondere wird das auch, wie gesagt, bei solchen wirklich harten Fällen angewandt oder bei der Versöhnung zwischen Mann und Frau.
wo man auch spricht. Er hat gesagt, du bist eine hervorragende Dings, sie sagte, du bist ein. Und also versucht man dadurch das zu machen. Und diesbezüglich, wie gesagt, gibt es wirklich klare Überlieferungen. Und am Ende heißt es, bevor man hingeht, macht man Gebete. Spricht zu seinem Schöpfer, bittet um Verstärkung, bittet um. Also man geht, wie gesagt, die ganze Sache wirklich religiös an und Unterstützung, weil das etwas Gutes ist. Und wenn man auch da sitzt, nachdem man sich versöhnt hat, spricht man auch ein Bittgebet in der Regel oder rezitiert man etwas aus dem Koran sozusagen, damit man am Ende sagt, und jetzt ist die Sache wirklich abgeschlossen und fest und so weiter. Das sind also verschiedene Aspekte, die auch thematisiert werden. Es gibt natürlich detaillierte noch Beschreibungen diesbezüglich, weil das Thema Versöhnung, As-Sulh, den wir auch im Islam haben, unter den islamischen Geboten, wenn man über die islamischen Moralwerte spricht, kommt das Thema Islah dhat al-Bayn, also die Versöhnung, das Schlichten unter Verfeindeten, unter Streitparteien. Und das gilt immer als eine sehr positive Angelegenheit. Und ich denke, dass auch für die Mediation, für die moderne Mediation, kann man hier mit Sicherheit bestimmte Aspekte auch mal nutzen. Letzte brennende Frage, bitte. Ich denke, Sie leisten mit Ihren Zitaten einen tollen Beitrag so gegen das Vorurteil, der Islam sei eine gewaltpredigende Religion. Mich hat das sehr gefreut. Falls Sie die Zitate zur Verfügung stellen, genau, möchte ich der Tagungsleitung anregen, dass Sie Kopien auflegen würden. Ich kann Ihnen diese Präsentation zur Verfügung stellen. Ich schicke es Ihnen, dann können Sie das weitergeben. Oder Sie kommen nach. Okay. So, ja, dann sind wir am Ende angelangt. Wenn keine Fragen sind, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dann wären wir bei der Pause angelangt. 11.15 Uhr machen wir weiter. Gisela und Hans-Jürgen Mehl. 11.15 Uhr.